Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Ausrüstungsvideo hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und heute geht's weiter mit der Stanley Steel Canteen. Allerdings diesmal nicht oder primär nicht mit der Flasche an sich, sondern mit der Tasche, die ich mir dafür gekauft habe. Und zwar nennt sich das Ganze Trinkflaschentasche Molle Schwarz. Gekauft bei Amazon. Den Link gibt es natürlich wie immer unten im Video. Und ja, ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal auf. Geliefert wird sie leider verpackt in einer Plastiktüte, in einem Plastiksackel. Das finde ich jetzt nicht so toll, weil ich finde, man kann das einfach so in einen Karton stecken und verschicken. Also ich brauche da eigentlich keine Plastikhülle nochmal drüber. Die habe ich jetzt auch gleich mal weggelassen und habe nur die Tasche mitgenommen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns die mal ein bisschen näher an. Wir haben hier vorne einen großen Verschluss. Kann ich jetzt auch hier mal aufmachen. Und was wir dann hier schon mal sehen, ist dieses Dreiecksband, ein Gurtband mit 25 mm Breite. Eine Deckeltasche, ein Deckel mit einem Klettverschluss. Aus der Innentasche kann man hier dann noch das Innenfutter rausziehen. Da sind dann auch noch mehrere Kordelzüge. Einer dann oben am Innenfutter und dann hier entlang der Oberkante der Haupttasche jeweils links und rechts nochmal ein entsprechender Gummizug, wo man dann hier diesen Kragen auch nochmal enger um die Flasche herumziehen kann. Außerdem hat die Tasche dann noch auf der Seite jeweils zwei Kletttaschen. Die sind jetzt nicht allzu groß, also meinen Trangia-Kocher zum Beispiel bringe ich da jetzt nicht rein, aber zum Beispiel den Feuerstahl, Streichhölzer, Zundermaterial, solche Sachen kann man da sehr schön drinnen unterbringen oder auch ein kleines Taschenmesser. Ja, und dann kommen wir zu dem Befestigungssystem dieser Tasche. Wir haben einmal diese beiden Laschen, wo man einen Schulterriemen mit Karabinern einhängen könnte, um diese Tasche dann als Umhängetasche zu verwenden, wenn man irgendwo nur auf einem Spaziergang zum Beispiel ist. Und dann eben das Molle-System. Das heißt hier diese beiden großen Laschen mit den Druckknöpfen und entsprechend die beiden Gurtbänder wo man eben dann mit dem Molle-System entsprechend die Tasche am Rucksack befestigen kann. Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt mal die Flasche und wir probieren es einfach mal aus, wie die Flasche da reinpasst. So, ich habe mir jetzt noch meine Flasche geholt und wir werden die jetzt einfach mal da rein tun. So, also man sieht, die Flasche passt problemlos in die Tasche hinein. Ich werde jetzt noch hier den Kordelzug hier noch zumachen. Dann ist die Flasche wirklich schön hier eingepackt. Ich kann dann auch hier
schön aufmachen und entsprechend auch mit der Tasche aus der Flasche trinken. Funktioniert sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Minus. Ich kann hier den Deckel nicht über die Flasche drüber tun und schließen. Ist aber jetzt nicht wirklich dramatisch, weil selbst wenn die Flasche nass wird beim Regen außen, okay, wird sie halt nass. Was ich jetzt tun kann, damit mir dieser Deckel nicht im Weg ist, ist, ich mache ihn nochmal auf. Und steck diesen Deckel, klapp den einfach um und steck den hier einfach in die Tasche rein, hinter die Flasche. Ich hoffe, man sieht das. Hier unten. Und dann kann ich wieder ganz normal den Kordelzug zumachen. Wie vorher auch schon. Und kann dann das Dreiecksgurtband nehmen, über den Verschluss der Flasche drüber ziehen und hier unten in den Verschluss rein. Und damit ist die Flasche wirklich gut gesichert, kann nicht rausfallen aus der Tasche. Also die sitzt da wirklich bombenfest drinnen. Wie gesagt, hier komme ich wieder zu meinen Gurtbändern, die ich irgendwann von der Flasche runternehmen werde. Genau aus dem Grund nämlich. Und ich habe nach wie vor immer noch genug Platz, um hier in die Seitentaschen entsprechend Zundermaterial oder was auch immer hineinzutun. Ich kann die Flasche, wenn ich jetzt die Tasche im Rucksack habe und nicht jedes Mal die Tasche runternehmen will vom Rucksack, kann ich auch einfach den Kordelzug offen lassen und nicht zuziehen und kann dann jederzeit ganz bequem die Flasche aus der Tasche einfach rausziehen und wieder zurückstecken. Und dann nach dem Zurückstecken einfach wieder das Gurtband über die Flasche drüber, wie gehabt, und zumachen. Genau. Soweit mal zur Tasche selbst. Ich werde mir jetzt meinen Rucksack nehmen und dann mal schauen, wo ich diese Tasche am besten dranhänge. So, ich habe mir jetzt meinen Rucksack geholt und ich würde eigentlich gern die Flasche hier am Gurtband für oder das Hüftgurt der Hüftflossen befestigen. Ihr seht, ich habe jetzt da aktuell noch mein GPS und mein kleines Taschenmesser, ein kleines Victorinox noch drauf, mit den S-Karabinern, die ich euch noch in einem anderen Video vorstellen werde. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Langzeittest für diese Karabiner. Sobald ich mit denen ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe, gibt es dann noch ein Video dazu. Das heißt, ich muss jetzt mal mein GPS und auch das Taschenmesser hier mal runternehmen. Weil mir diese beiden Dinge einfach dann im Weg wären. So, ich tue jetzt auch noch da das Band kurz weg. Und nehme mir jetzt meine Tasche, eine Flaschentasche,
und habe jetzt oder werde jetzt die beiden Riemen mit den Druckknöpfen verwenden von dem Molex-System, um dann entsprechend die Tasche hier am Gurtband zu befestigen. Wichtig dabei ist es natürlich, mal zu schauen, wo man das hin tut, ob ich es eher weiter vorne oder eher weiter hinten montiere. Ich werde mal versuchen, das eher weiter hinten zu montieren. Im ersten Schuss. So, einfach hier durchgesteckt. Und dann mit den Druckknöpfen fixiert. Und ja, ich würde sagen, ich schneide mir den jetzt einfach gleich mal um. Und ja, schauen wir mal, wie das sitzt. So, ja, ich hoffe, ihr seht das. Also hier, wie gesagt, die Bänder vom Molex-System mit den Druckknöpfen einfach durch das Gurtband durchgefädelt. Ja, ich muss sagen, sitzt eigentlich soweit ganz gut. Drückt auch nicht irgendwie störend auf der Hüfte, also doch eher weiter hinten. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir einfach mal die Flasche da rauszunehmen und wieder reinzutun. Also gut mal auf und Flasche raus, ganz problemlos. Flasche wieder zurück, Gurtband drüber. Wieder angehängt. Wunderbar. Ja, ich muss sagen, macht jetzt mal einen ganz guten Eindruck. Jetzt geht es aber natürlich nur darum, ich muss jetzt irgendwo mein GPS und mein Messer wieder festhängen. Und dazu werde ich diese Laschen hier verwenden, die auf der für den Schulter Riemen-Schultergurt eigentlich vorgesehen sind. Das heißt, einmal das GPS eingehängt und auf der Rückseite noch das Messer. Schaut auch gut aus. Ja, und ich würde sagen, in der Konfiguration werde ich das jetzt mal lassen. Und werde dann noch ein Stück marschieren. Wenn es dann wieder nach Hause geht. Und werden wir schauen, wie sich das bewährt. Auch mit dem Messer hinten und dem GPS vorne dran. Ja, und ich würde sagen, ich nehme euch dann einfach mit, wenn ich wieder nach Hause gehe. Und dann seht ihr das Ganze auch ein bisschen in Aktion. Ja, und dann gibt es am Schluss natürlich noch das Gesamtfazit dazu, wie sich das bewährt. We'll be right back.
Ja, ich bin jetzt schon wieder fast daheim und muss sagen, ich bin mit der Tasche wirklich sehr, sehr zufrieden. Funktioniert wunderbar, es wackelt nichts, klappert nichts, stört beim Gehen überhaupt nicht, muss ich sagen. Hält die Flasche wirklich sicher an Ort und Stelle. Richtig top. Also die Kombination aus der Stanley Steel Canteen und dieser Molle Tasche ist schon echt richtig gut. Ich habe jetzt auch schon meinen Schleifstein und meinen Feuerstahl und meine Sturmstreichhölzer mit in der Tasche drinnen. Und die andere Seite, die zweite kleine Tasche, die noch drauf ist, werde ich dann für Zundermaterial verwenden. Ja, Fazit, durchwegs wirklich positiv, muss ich sagen. Mich stört das auch nicht, dass ich den Deckel von der Tasche, vom Hauptfach nicht über die Flasche drüber tun kann. Das ist eigentlich egal, weil die Flasche an sich ja sowieso dicht ist. Das heißt, selbst wenn es regnet, ja, dann regnet es halt, mein Gott. Tut der Sache jetzt keinen Abbruch und macht jetzt nicht wirklich was. Ja, ich hoffe, dass dieses Video euch geholfen hat. Wie gesagt, den Link, wo ihr die Tasche bekommt, gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Tasche kostet so um die 12 Euro in etwa. Und auch den Link zur Stainless Steel Canteen tue ich euch auch nochmal mit ins Video. Obwohl ich davon ja zu der Flasche selber schon ein eigenes Video gemacht habe. Aber ich muss sagen, insgesamt wirklich sehr positiv, top, funktioniert wunderbar, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ich warte jetzt noch auf den Windschutz, den ich mir bestellt habe, der eigentlich zu den US-Flaschen gehört, die so ein bisschen nierenförmig sind. Ich hoffe, dass das zu der Flasche auch dazu passt, ich denke aber schon. Dazu, sobald das angekommen ist, wird es auf jeden Fall nochmal ein eigenes Video geben. Und ja, bis dahin würde ich sagen, lasse ich es für heute mal gut sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Teilt die Videos. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß auf euren Touren. Alles Gute. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.